Herzlich willkommen bei Ich hab da was TV, liebe Zuseher. Ja, und die heutigen Wörter, die ich nenne, heißen Ziele, Wünsche und Träume. Ich befinde mich hier bei der Wiener Neustädter Sparkasse, wo genau das erfüllt wird. Ja, schauen wir mal weiter. Hallo Toni, grüß dich. Servus Toni, darf ich dich bitten, von diesem wunderschönen Herz hervorzukommen? Ja, ich habe es eh schon gesagt, heute geht es um Ziele, Wünsche und Träume und ich stehe jetzt hier bei einem wunderschönen Herz, weihnachtlich geschmückt, die Wiener Neustädter Herzenswünsche. Toni, erklär mir kurz, um was geht es da genau? Naja, wir haben uns überlegt, es ist Weihnachtszeit, es ist vorweihnachtlich und es gibt sehr viele Menschen, und das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, die zu Weihnachten nicht einmal kleinste Wünsche erfüllen können. Und daher haben wir uns entschlossen, zu dieser Aktion, die Wiener Neustädter Herzenswünsche, funktionieren tut das Ganze so, dass wir haben die Hilfsorganisationen, die Caritas, das Hilfswerk und die Volkshilfe gebeten, uns Namen, Wünsche von Kindern und Klienten bekannt zu geben. Darf ich da nur fragen, diese Kinder und Klienten, die sind alle, hast du mir gesagt, aus der Region und da sind schon ganz schön viele oben, also Kinder und Klienten aus der Region bekommen das von den Hilfsorganisationen. Wir sind die Wiener Neustädter Sparkasse und daher haben wir die regionalen Organisationen gebeten, uns aus der Region Wünsche bekannt zu geben. Das werden noch viel, viel mehr. Es ist nur ein kleiner Teil bis jetzt oben. Also ich hoffe, es wird auch bald Platz, ja, damit die funktionieren. Ja, genau. Wie funktioniert es? Wie können jetzt unsere Zuseher da herkommen oder das online vielleicht machen und da Wünsche eben erfüllen? Ja, funktionieren tut so, dass man einfach herkommen kann, sich einen Wunsch runternehmen kann. Also ich habe da zum Beispiel den Jonathan, 13 Jahre, der wünscht sich einen Skywatcher Small Drivefly von Müller in Orange, was auch immer das ist. Du wirst ihn bekommen. Aber man kann sich dieses Kärtchen nehmen, kann das kaufen gehen, liebevoll verpacken, das Herzl draufgeben und wieder in die Sparkasse bringen. Und wir nehmen das Ganze dann vor Weihnachten und bringen das an die Organisationen. Und völlig anonym natürlich, also wir wissen eigentlich nur Name und Alter und den Wunsch. Ja, also und so soll es auch funktionieren. Und wer nicht in die Sparkasse kommen kann, wir haben Corona, ganz klar, viele vermeiden das natürlich auch. Es gibt auch eine Homepage unter sparkasse.at, gibt es einen Link und da kann man draufklicken und in ein Kontaktformular kann man sich dann, kann man sagen, ich hätte gerne einen Wunsch, wir suchen dann einen aus und schicken den zu und so kann das online auch funktionieren. Sag einmal Dankeschön, wie immer alle Informationen unten eingeblendet. Ja, und wir haben eh auch gesagt, wir erfüllen Wünsche. Wir nehmen sich die Bianca und den Tobias, die haben wir vorher schon ausgesucht, mit Fischerpark-Gutscheinen. Wirklich frohe Weihnachten. Liebe Leute, kommt her, geht's online und unterstützt diese Sache. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Baba.